Und damit einen schönen guten Tag zu einem neuen Let's Play, zu einem alten Spiel, mal wieder etwas aus der älteren Kiste hier. Aus dem Jahr 2000, da sind wir, von Westwood, das gute alte Westwood, damals noch entwickelt, beziehungsweise gepublished. Und mittlerweile noch bei, so auf GOG als auch bei Origin, bei EA Origin zu finden und zu kriegen. Tatsächlich gab es das vor 2 Jahren mal aufs Haus bei EA Origin und dann habe ich mir das mal spontan gekrallt. Nox heißt das Ganze. Wie gesagt, von damals 2000, also Anfang Januar, also Januar 2000, kam das raus, hat mein Bruder sich damals zugelegt. Ich glaube, ich habe es mal durchgespielt. Er hat es irgendwie, keine Ahnung, wie oft durchgespielt. Er hat sehr gern gespielt und es ist ein schönes Spiel. War damals so ein bisschen der Versuch, Diablo 2 oder Diablo überhaupt Konkurrenz zu machen. Oder in die Richtung zu gehen, halt Top-Down, so halbwegs Top-Down-Adventure, Action-Adventure zu basteln. Ist durchaus sehr hübsch, ist durchaus sehr nett. Man merkt, dass es alt ist. Man merkt, dass es schon eine Weile ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Was damals total toll war, dieser Glitzer-Effekt. Der ist auch heute noch total toll. Macht den Mauszeiger zwar deutlich schwerer sichtbar, aber hey, was soll's. Später nachgepatcht wurde dann auch die Einzelquest. Wir haben damals quasi die Einzelquests im Mehrspieler gespielt. Was, glaube ich, dann Mehrspielerquest heißt. Zumindest gab es das da auch. Und da weiß ich, dass mein Bruder und ich das auch gemeinsam gespielt haben. Abgefahrenes Zeug. Die Auflösung des Spiels. Ich habe es immer runtergestellt. Das ist eins von den Spielen, die, wenn man die Auflösung hochsteht, stellt, dass im Prinzip die Auflösung höher wird. Aber alles im Bild wird so unfassbar viel kleiner. Deswegen, damit es für das Video, für die Videos hier schön sichtbar ist und schön alles lesbar ist vom Text und die ganzen Figürchen auch erkennbar sind, habe ich die Auflösung mal runtergestellt, damit einfach alles vergleichsweise dann groß im Bild sichtbar ist. Und ich hoffe, ich kriege gleich das Intro hier, weil das durchaus nett ist. Kann man durchaus machen. Ich habe einmal ganz kurz getestet, ob das Spiel überhaupt läuft. Ich hoffe, dass es komplett durchläuft bis zum Ende. und dass ich mich nicht ganz so blöd anstellen werde. Es ist von der Steuerung her ein bisschen hakelig. Von der Maus her, die ist ein bisschen schwammig aus heutiger Sicht. Aber es ist ein altes Spiel. Remake hier wäre ganz fantastisch. Allerdings, wer soll das machen? Rechte liegen bei EA. Westwood gibt's nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. So. Ich fange mal neu an hier. Und zwar gibt's 3 Klassen, aus denen man auswählen kann, die quasi verschieden viel und stark zaubern können. Da gibt's den Ritter. Gesundheit ausgezeichnet. Magie keine. Stärke stark. Geschwindigkeit schnell. Ritter können nicht zaubern, aber haben aber besondere Fähigkeiten. Sie tragen jede Rüstung und kämpfen mit fast allen Waffen, außer mit Bögen oder Zauberstäben. Ein Ritter beginnt sein Abenteuer bei der Festung Dünmir. Das ist auch so ein Feature. Es gibt 3 Klassen und jede Klasse fängt woanders an quasi. Und sie spielen sich halt auch sehr unterschiedlich. Von daher muss ich mir noch überlegen, oder habe ich mir schon überlegt, wen ich spiele. Und zwar sehr wahrscheinlich den Beschwörer. Ich habe, glaube ich, damals den Ritter gespielt, weil er so ein bisschen stumpfer war. Aber ich will mal so ein bisschen Herausforderung haben. Beschwörer, Gesundheit, Mittel, Magie gemäßigt. Stärke normal, Geschwindigkeit normal. Beschwörer beschwören Wesen und unterwerfen diese ihrem Willen. Sie tragen eine Lederrüstung und kämpfen mit dem Bogen oder einem Zauberstab. Ein Beschwörer beginnt sein Abenteuer in der Nähe der Stadt X. Ja, ein Satz mit X. Haben wir nicht. Magie, Gesundheit schwach. Magie ausgezeichnet, Stärke schwach. Geschwindigkeit langsam. Magier sind Meister der Magie. Sie schaffen magische Gefallen. Sie tragen keine Rüstung und verlassen sich ausschließlich auf ihren Zauberstab. Ein Magier beginnt sein Abenteuer in der Nähe des Schlosses Galava. Ich denke mal, ich spiele den Beschwörer. Das erste Level wird man tatsächlich nur dann jeweils... also im Prinzip, um das erste Level von allen gespielt zu haben, muss man quasi 3-mal das Spiel anfangen. Ab einem gewissen Punkt, nach dem ersten Level oder relativ dicht danach... wird man dann quasi die gleichen Wege gehen. Wobei manche Problemlösungen ein bisschen anders aussehen werden. Meine ich zumindest. Ah, ich werde mal den Beschwörer nehmen hier. Wir heißen übrigens Jack, eigentlich klassisch. Machen wir das mal nicht. Herr Rahm. Und ich hoffe, das Intro kriegen wir nochmal. Oder ich guck mal kurz. Halt mal. Intro abspielen, machen wir das. Dann sehen wir uns gleich wieder auf der anderen Seite. Donande bat, donande bek, du duse gitte ab moat, donande tat, donande tek, erumen alla sei dolu. Heil Sabrium umhüllt von schwarzer Nacht, Heil Sabrium auf deiner Barke Pracht. Verbannter Herr der Finsternis, dein Reich ist nah und meine Zeit, das Ort zu bringen oder gar zu sterben. Es ist Vollmond, Jack, das Hühnchen liegt auf dem Grill.
Meine untoten Ahnen aus dem düstern Hort. Eure Namen rufe ich. Entfaltet mir das Ohr. Was zum Kuckuck? Donande bat, banande weg, tu du se gitte ab. Verdammt! Hey! Möchtest du Schinken? Na klar doch, sicher. Verdammter Fernseher. Lausiger Kerzenmacher. Ich werde sie ausrotten, wenn ich die Welt beherrsche. Glauben Sie etwa, ich führe hier unausgegorene Operationen durch? Wo war ich? Donande tat, donande tät, bla bla bla. Ja, oh ja. Ich rufe die Macht eines dunklen Namens an. Eines schwarzen Herzens, einer trauernden Seele. Ich rufe an die Mächte von Gregorum Sanctissimum. Endlich! Die Macht des Orbs ist mein! Und mit seiner Kontrolle über die Seelen der Toten werde ich bald die triumphale Herrscherin von ganz Nox sein! Blitz und Donner, welche dämonische Ausgeburt wagt es, mein Luftschiff anzugreifen? Verschwinde, Mutantenteufel, oder du hast gleich keinen Kopf mehr, um meinen Hut zu tragen. Warte, bitte, ich brauche deine Hilfe. Ich weiß nicht, was passiert ist. Wo bin ich? Welcher Ort ist das hier? Dies ist kein Ort, abgesehen von den Wolken. Verschwindest du jetzt freiwillig vom noblen Julien oder willst du einen Fußtritt von mir? Was ist das denn? Ein Fernseher. Und wozu ist so ein Fernseher gut? Gut? Eigentlich zu fast gar nichts. Du guckst ihn nur an. Hier schließt man ihn an. Und der Knopf sucht die Kanäle. Er scheint kaputt zu sein. Einfach berauschend. Der bloße Anblick verspricht eine Menge Mysterien. Du solltest ihn sehen, wenn er eingeschaltet ist. Gib mir den Glaskasten, Teufel, und ich erspare dir das Schicksal eines tödlichen Absturzes. Wieso sagst du immer Teufel? Mein Name ist Jack. Ich gestehe es ein, du hast keine Flügel, aber du fliegst wie ein Teufel. Ich kann nicht fliegen, ich bin gefallen. Ich bin aus meinem Wohnzimmer hier hinuntergefallen. Von wo hinuntergefallen? Na egal. Entweder du gehst über Bord mit der Schwerkraft als Wegweiser oder ich kriege den Fernseher, was dir eine sichere Heimreise garantiert. Ist das ein Handel? Na klar, Tina hat Schinken gebraten. Nach Hause in Richtung Schinkenteufel. Aber zuerst brauche ich in einer Sache deine Hilfe. Ich finde das Intro super. Hatte ich mir eben schon mal angeschaut. Ich habe das Spiel, wenn man das von Origin sich runterlädt, es ist dann erstmal auf Englisch. Ich habe es auf Deutsch gepatcht. Ich muss mal gucken, ob ich den Link mit in die Videobeschreibung reinknüppel. Ich habe mir das schon mal auf Englisch angeschaut. Auf Englisch konnte man den Piloten ein bisschen schlechter verstehen, weil er plötzlich so einen irisch-schottischen Akzent gehabt hat. Aber ich finde das Intro super. Das Spiel hat einen gewissen Humor, ne? Falls man das merkt vielleicht. Das ist durchaus sehr nett. Machen wir jetzt nochmal Beschwörer hier annehmen. Jacke. Machen wir Herr Rahmen raus. So, Herr Rahmen. Komm mal. Man kann sich Hautfarbe einstellen, falls man Böcke hat. Aus der ganzen Menge. Man kann es auch ein bisschen grün gestalten. Man kann eine ganze Menge machen. Auch so ein bisschen pinker hier. Ich. Ich mach's mal recht klassisch, oder? Da. So. Als Hautfarbe wähle ich Hautfarbe. Total langweilig. Haare? Rot. Nee. So ein Rot. Schnurrbart. Haben wir vor allem nicht. Man kann die anderen ausschalten. Was so eine dezente Popelbremse ins Gesicht baut. Ist die Frage, ob man das haben möchte. So ein richtiger Bart vielleicht. Weil von einem richtigen Bart hat das nicht viel. Vor allem am Ende wird man da eh nicht so wahnsinnig viel von sehen. Wenn wir mal so ehrlich sind. Das macht nicht so wahnsinnig viel aus. So, machen wir das. Ah, machen wir so richtig. Ist schön, dass man die alle drei Bartteile dann einzeln hier an- und ausstellen kann. Die Hose kommt in Feschem nicht gelb. Nein. Die sieht man sowieso nicht oft. Machen wir es passend. So. Bom. Wunderbar. Schuhe sind mir egal. Alles klar. Auf dem Pfad, den das Schicksal dir weist, auf den Spuren des Beschwörers, ist es meist ratsam, heimlich und unentdeckt zu erscheinen, junger Freund. Hier, in den verlassenen Mana-Minen, wirst du einen verborgenen Gang finden, der dich direkt in das Herz der Stadt X führt.
Dort musst du den mächtigsten Beschwörer der Stadt finden, Aldwyn. Weiter kann ich dich nicht begleiten, mein Freund. Zu viele Augen beobachten uns, je weiter wir uns X nähern. Folge dem Stollen, der dich nach X bringt, und finde meinen alten Freund Aldwyn. Er wird dir helfen, so es in seiner Macht steht. Nimm diesen Stab. Die Bestien des Waldes werden ihn zu spüren bekommen, wenn sie es wagen, dich zu bedrohen. Sei auf der Hut, junger Freund. Ja, man merkt noch, das Spiel kam damals auf CD und es hat einigermaßen viele Audioschnipsel, einigermaßen viel Dialoge und sowas. Die sind ziemlich runterkomprimiert, deswegen ist die Tonqualität halt nicht ganz so geil. Aber das ist kein Problem, ne? Verstehen kann man trotzdem, man kann es auch mitlesen. So, und das ist einer von den drei Startpunkten, die man dann hat. Man sieht direkt, was passiert. Ich bewege die Maus einfach nur. Der Mauszeiger zeigt immer von mir weg. Das heißt, die Person ist immer in der Mitte. Ich drehe mich entsprechend in die Mitte. Und wenn ich mit der rechten Maustaste klicke, dann bewege ich mich. Und je weiter die Maus weg ist, desto schneller bewege ich mich. Was eine durchaus nette Variante ist. Beziehungsweise, wenn man erstmal quasi Fahrt aufgenommen hat, dann wird man auch nicht mehr langsamer. Wenn man langsamer werden will, muss man wieder loslassen und nochmal neu mit rechts klicken. Mit links kann man einfach hauen. Man sieht hier unten quasi seine Ausdauer oder die Aufladegeschwindigkeit, bis man wieder hauen kann. Und das Spiel ist sehr atmosphärisch. Es hat eine schöne Musik. Es hat schöne, schöne Grafik für die Zeit. Sah doch sehr schick aus, sehr bunt auch, aber sehr, sehr stimmungsvoll und detailliert vor allem. Man kann Sachen mitnehmen, Nahrung kann man mitnehmen, nochmal Nahrung. Die sieht man dann hier unten. Man hat ein Inventar. Wir haben ein Steak oder einen Apfel. Wobei, das Steak heißt einfach nur Nahrung. Das sind wir. Da sehen wir die roten Haare. Und es gibt diese Hinweisschilder. Iss etwas, um deine Gesundheit wiederherzustellen. Tja, wir haben Leben, eine Gesundheit und wir haben Mana. Das eine kann ich mit X auffüllen. Das andere kann ich mit C auffüllen. Man braucht WASD nicht. Das ist dann für andere Sachen hier. Wenn ich dann wieder mit zurechtkomme, so. Weil mit den Tasten hier kann man dann die Sprüche auswählen, die es dann gleich noch gibt. A, S, D, E, F und G sind alles Spruchtasten. Mit W und E kann man hier die Spruchreihen wechseln. Aber da kommen wir gleich zu. Erstmal geht es darum, hier ein bisschen rumzurennen. In deinem Buch des Wissens... Also Vorsicht, Vorsicht, unpassierbares Wegstück, ja. Genau das. Es wackelt ein bisschen die Ruinen hier oder die Höhle ist ein bisschen eingestürzt. Etwas uncool. Ein bisschen sehr eingestürzt. Und der Bär ist matsch. Ich habe eben ein paar Minuten hier das angespielt, um zu gucken, ob ich es aufnehmen kann. Deswegen habe ich das gerade eben schon mal gesehen. Eine Sache, die auffällt, Schatten- und Lichteffekte, ne? Das heißt, ich habe von der Position aus einen Blickwinkel quasi, was ich sehen kann und was nicht. Das heißt, ich sehe jetzt nicht, was außerhalb der Tür hier ist, sondern nur das, was ich tatsächlich auch von der Person aus sehen kann. Was in manchen Räumen für sehr seltsame Lichtverrenkungen führt, beziehungsweise Sichtverrenkung, aber es ist unter dem Aspekt doch sehr sinnvoll und auch sehr realistisch oder einigermaßen realistisch. Weil man kann ja nicht sehen, was um die Ecke ist, ne? Man kann Sachen verschieben, da wird die Beleuchtung dann auch mit verschoben. Grafisch war das durchaus damals sehr nett. Hat auch damals ein bisschen geruckelt manchmal, wenn ganz viel passiert ist. Und genau, man kann Schilder lesen. Drücke den Knopf, um den Aufzug in Gang zu setzen. Plomp. Man kann einfach runterfallen, man kann auch wieder hochfahren. Warte mal, da war ein Mechanismus, ne? Sehr nett. Ja, es gibt auch verschiedene Ebenen. Alles schön animiert damals. Im Moment spiele ich einhändig, weil ich noch keine Zauber brauche. Aber da gibt es den ersten. Sammle Zauberbücher, um neue Sprüche zu erhalten. Flump! Wieder mit Blitzeffekte. Da haben wir den Pixie-Schwarm. Mana-Bedarf 30, zerstörerische Natur, deine Macht 1. Schwöre einen Schwarm Pixies, die alle Gegner angreifen, die dir zu nahe kommen. Das ist einigermaßen laut, wenn er seine Sprüche macht. Aber im Prinzip... macht er verschiedene Handzeichen und dann hat er plötzlich Pixies um sich herum schweben, was sehr, sehr praktisch ist. Das hier sind Mana-Kristalle quasi. Stell dich neben den Mana-Kristall, um deine Kräfte aufzuladen. Das heißt, dass sie wird dann wieder gefüllt, was sehr praktisch ist, weil man da braucht man dann keine Tränke für. Deswegen, wenn man solche Kristalle zur Verfügung hat, ist es sehr praktisch, gerade wenn man tatsächlich Zauberer spielt und fast auch nur auf seine Mana angewiesen ist. Lösche Flammen mit Wasser. Entweder man schiebt sie rein oder man haut das halt kaputt. Es geht beides. Zerstöre Mauern, um geheime Kammern zu finden. Sowas gibt es nämlich auch. Öffne Truhen und Fässer, um nützliche Dinge zu finden.
Zack. Da haben wir ein bisschen Gold. Und da haben wir noch ein Fässchen mit Gold drinne. Und genau. Wir werden natürlich nicht nur in der Wildnis unterwegs sein. Das war der Pixie. Ich habe nichts gemacht. Meine Pixies haben mich umschwert und beschützen mich. Das ist der Vorteil als Beschwörer. Man hat halt ziemlich viele Kreaturen dabei, die einem helfen können. Was wollte ich sagen? Achso, genau. Man wird noch in irgendwelchen Städten unterwegs sein. An verschiedenen Stellen unterwegs sein, was durchaus sehr nett ist. Noch ein geheimer Bereich. Und wie gesagt, die Stimmung ist durchaus sehr, sehr nett. Und es passiert sogar einigermaßen viel Story. Und eine Sache, die ich jetzt nicht zeigen konnte und auch nicht jetzt passiert ist, leider. Normalerweise, wenn man das Spiel von CD aus installiert, dann ist während des Installationsbildschirmes bekommt man die ganze Zeit schon eine Geschichte erzählt über die Welt, in der wir hier sind. Was sehr, sehr nett ist mit verschiedenen Bildern, während halt alles von der CD auf die Festplatte kopiert wird. Ist jetzt hier gerade mal nicht der Fall gewesen, aber es kann nicht so wichtig gewesen sein. Springen über kleine Hindernisse. Deswegen, damals war das so, je schneller damals das CD-Laufwerk war, desto schneller wurde das Spiel natürlich auch installiert. Es kann also auch gewesen sein, dass man die Geschichte vom Anfang nie zu Ende gehört hat. Weil wenn so ein 52-fach CD-Laufwerk mal loslegt, dann ist das Ding auch dann recht schnell installiert gewesen. So. Manchmal von der Steuerung ein bisschen hakelig, wenn man irgendwo hinter den Ecken hängen bleibt. Aber im Schnitt, ich hoffe mal, dass während des Kampfes das nicht allzu schlimm wird. Was ein bisschen an dieser Steuerung, also es ist sehr intuitiv und sehr nett, was ein bisschen störend sein kann, man kann quasi nicht rückwärts laufen. Das heißt, wenn man wegrennt vor irgendwelchen Gegnern und will dann dahin zaubern, muss man quasi mit der Maus wieder aufzeigen. Dann zaubern und dann wieder wegrennen. Also man kann nicht während des Laufens wirklich was machen. So, beziehungsweise man kann nicht rückwärts, man kann beim Wegrennen halt nichts nach hinten machen quasi. So. Wie gesagt, viele Objekte kann man bewegen. Die Bewegung ist nicht immer sehr realistisch, das heißt, wenn ich hier reinlaufe, verschiebe ich plötzlich alles, obwohl die Reibung unfassbar groß sein müsste. Feuer ist tendenziell doof. Und ab hier ist es wieder halbwegs blind, beziehungsweise das letzte Mal gespielt vor 15 Jahren vielleicht. Lange. Deswegen ab hier wieder kein blassen Schimmer. Ich bin eben an dem Feuer gestorben, beziehungsweise ich bin einfach mal reingelaufen und dann bin ich da gestorben beim Testen der Aufnahme. Naja, keine Ahnung, wie das weitergeht. Und wie gesagt, hätte ich die Auflösung jetzt höher eingestellt, das alles würde hier sehr viel kleiner noch sein. Sehr viel weniger würde man davon im Bild sehen. Heilen! Mana-Bedarf 30. Wirkt auf nächste Ziele. Deine Macht 1. Man kann mehrfach, also man kann quasi verschiedene Stufen davon haben. Bei dem Pixie, beim Pixie-Schwarm kann das zum Beispiel dann, ich kann dann mehr Pixies haben um mich herum. Was durchaus sehr nett ist. Heilen! Heile mit diesem Spruch leichtere Wunden und verbessere deine Gesundheit. Setze die Magie dieses Spruches auch für Freunde und unterworfene Kreaturen ein. Was durchaus sehr nice ist. Man kann sich das dann hier zusammenstellen, wie man lustig ist. Und dafür sind auch die verschiedenen Bänke da. Die man auch alle aufklappen kann. Und im Prinzip kann man hier diese 25 Sprüche gleichzeitig theoretisch... was ist gleichzeitig? Man kann sie alle über Schnelltasten erreichbar haben. Sagen wir es mal so. Die Höhle, ne? Okay, die olle Höhle hier. Irgendwann fällt die zusammen. Ist ja was Spannendes? Nein. Natürlich kann man auf die Gegner auch per Hand hauen. Ich habe es nur gemacht, um mal kurz zu zeigen, wie ich heile. So, und es frisst sehr viel Mana. Im Moment bin ich Stufe 1. Erfahrung habe ich noch nicht. 5000 brauche ich. Gesundheit ist nur 20 von 100. Maximal. Also das ist... Ich habe gerade nur ein Fünftel meiner späteren Maximalgesundheit. Mana ist noch ein bisschen schwach. Auch Stärke ist ein bisschen schwach. Geschwindigkeit ist okay. Auch hier Rüstungswert. Man kann bis 1000 Rüstungen haben später. Das ist noch ein bisschen was Sinn. Man kann auch Steine verschieben, was ich... glaube ich sogar machen muss. Genau. Diese Tür kannst du nur mit einem Silberschlüssel öffnen. Man kann schon mal durchs Fenster sehen, was da denn los ist. Man kann auch durch die Fenster zaubern, falls man das möchte. Wobei man da ein bisschen aufpassen muss. Da ist ein Silberschlüssel. Sehr gut. Es gibt durchaus hin und wieder mal so ein paar Rätselchen oder ein paar Aufgaben, die man zu lösen hat. Und ich will eigentlich gar nicht hin. Ich will erstmal den Stein hier verschieben. Oder will ich das? Ja, ein Geheimbereich. Sehr gut. Was haben wir hier? Eine Rüstung. Haben wir eine Rüstung, fantastisch. Ich habe jetzt Stiefel und eine Rüstung an.
Lederstiefel schwach. Kann ich die mir anschauen? Ja, kann ich. Qualität 200, Gewicht 10. Werterüstung 47, Werterüstung 141. Ja. Man kann auch seine Klamotten ausziehen. Falls man das möchte, falls man nackt kämpfen möchte, man kann das auch. Wobei das... Das sieht eher wie eine Windel aus. Ha. Vielleicht ist er doch nicht so erwachsen, wie er scheint. So, Gold. Und Mana. Wie gesagt, Mana ist wichtig. Die sind nicht endlos, die Dinger, aber sie laden sich nach einer gewissen Zeit auf. Meine ich doch sehr. Hi. Ich mach die Pixies, die sind sehr, sehr praktisch. Am Anfang zumindest. Das ist quasi eine Art, ich will nicht sagen Lebensversicherung, aber gerade gegen so kleinen Viehzeug. Man muss ja nicht mal draufhauen direkt. Ja, vor allem, ich habe im Moment noch keinen anderen Fernkampf. Wie gesagt, wir kriegen ja noch Bögen anscheinend. Was war das für ein Geräusch? Das war gerade sehr laut. Und das ist die Tür, die ich gerade aufgemacht habe. Also man hätte auch ohne den Silberschlüssel hier anscheinend durchkommen können. Ja. Fledermaus geplättet. Denn ein bisschen der Nachteil beim Beschwörer ist zum Zeigen des Spiels, dass manche Gegner sterben, bevor ich die überhaupt sehe. Zum Beispiel da. Aber ich hoffe, das wird kein Problem sein. Jetzt habe ich keine Mana mehr. Noch ein Bereich hier, noch ein Räumchen. Noch wieder Geld. Geld ist was Wichtiges. Geld braucht man immer mal. Deswegen, ich werde auch einigermaßen viele Items mitnehmen oder so ziemlich alles mitnehmen, was ich dann mitnehmen kann. Weil manche Rüstungen sind teuer für später. Ich glaube, eine Karte gibt es nicht. Damit man sich hier mal umschauen könnte. Oder ich bin mir nicht sicher. Doch, es gibt Tab. Es gibt Tab, fantastisch. Wie intuitiv. Und überhaupt nicht Diablo-esque. Okay, da gehe ich gleich hin. Es ist recht linear. Es gibt manchmal Stellen, wo es zwei, drei Abzweigungen gibt. Aber insgesamt ist es doch recht linear, das Spiel behaupte ich mal. Es gibt immer recht feste Stellen, zu denen man dann hin muss. Aber so war das damals halt. Beziehungsweise ist heute bei vielen Spielen ja auch noch so. So. Hier steht immer, wie viel Erfahrung man kriegt. Man bekommt mit jedem Mal, dass man so einen Gegner umhaut, mit jedem Mal, dass man den gleichen Gegner umhaut, bekommt man weniger Erfahrung. Das heißt, man kann quasi nicht am gleichen Gegner sich komplett hochfarmen, so theoretisch. Wenn die respawnen eh nicht. Aber man wird halt erfahrener, je mehr man auf neue Gegner trifft in der Form. Was hier jetzt nicht so wahnsinnig interessant ist beim Singleplayer, aber im Multiplayer oder bei der Solo-Quest halt interessanter wird. Wenn man quasi nicht immer im gleichen Gebiet komplett hochfarmen könnte. So. Schön, schön. Oh, kaputt. Was haben wir hier noch? Nochmal Zeug. Ich versuche so ein bisschen Ausschau zu halten nach versteckten Bereichen, aber das wird nicht immer funktionieren. Manchmal findet man da was, manchmal nicht. Zum Beispiel nicht hier. Nops. Was haben wir hier? Rote Tränke sind Heiltränke. Ja, am Anfang haben wir ein bisschen Tutorial hier. Blaue Tränke sind Mana-Tränke. Der hat sich sofort hier benutzt, weil ich zu leer war von der Mana. Wäre das leer gewesen, dann hätte ich hier jetzt einen blauen Trank. Man kann da, glaube ich, 10 Stück oder 9 Stück von haben. Stackt sich in einem gewissen Bereich. Was haben wir hier? Willkommen in X. Ich erinnere mich. Dort vorne ist eine einladende Taverne. Nach einer langen Reise ist das genau das Richtige. Aha. Das eine Auge hängt so ein bisschen. Weißt du auch was? Ah, willkommen in X, Fremder. Wenn ihr am Turnier des Bürgermeisters teilnehmen möchtet, kommt herein. Aha. Wie gesagt, jeder Anfang der drei Charaktere spielt sich anders. Erinnerst du dich noch an dein Ziel? Auch das hier noch. Du sollst Alduin finden. Glaube ich zumindest. Nur mit seiner Hilfe kannst du ein Beschwörer werden. Wenn du Alduin in einem Dorf voller Beschwörer finden möchtest, solltest du das Dorf besser kennen. Dann kennen dich auch die Dorfbewohner. Verstanden? Es kann nicht schaden, wenn du den Bürgermeister triffst. Schließlich darfst du X nur mit seiner Erlaubnis verlassen, wenn du bereit bist. Aber vergiss bei alledem dein Ziel nicht, mein Freund. Alduin. Finde Alduin. Wen soll ich finden? Ja, das ist dich. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel tatsächlich vom Anfang sich unterscheidet. Schön, dass hier in den Baumstümpfen auch was drin ist. Ich weiß nicht, wie viel sich unterscheidet, aber es unterscheidet sich was. Seid gegrüßt, Bürger von X.
Ich bringe den zukünftigen Dienern meiner Herrin Hekuba Geschenke. Hekuba ist die Dame, die wir im Intro gesehen haben. Wobei der nicht sehr motiviert klingt. Und auch nicht sehr motiviert aussieht. Was ist das jetzt? Eine Spinne! Schöne Klopperei. Ich fürchte mal, ich muss die Spinne entfernen, oder? Das machen wir gleich. Guten Tag, Ladenbesitzer. Fremder, lasst uns Bekanntschaft schließen. Kauft etwas. Fremder, ja, ja. Ich verkaufe dir meine alte Unterhose. Echte Schuhe. Ein Äpfelchen vielleicht. Man kann die Menge zum Glück einstellen. Im Moment habe ich nicht viel, was ich verkaufen kann, ne? Ich könnte was kaufen. Ich könnte Sachen kaufen von hier unten. Umhang schwach. Ich will den eigentlich erstmal anschauen hier, ne? Kann ich das? Ja. Gegenstand Umhang schwach. Wetterrüstung 28. Wahrscheinlich ist das hier das gleiche, oder? Oder das gleiche Dings zum Ranpacken. Ich könnte Pfeile kaufen. Ich könnte Sachen kaufen. Ich kaufe nichts. Gerade am Anfang braucht man eigentlich nichts kaufen. Man findet immer schnell genug Neues. Hallo. Möchtet ihr am Bogenturnier teilnehmen? Wenn ja, braucht ihr einen Bogen und 20 Goldstücke, Fremder. Wir stellen euch Pfeile zur Verfügung. Möchtet ihr teilnehmen oder nicht? Im Moment nicht. Der klingt so motiviert. Oh ja. Ja, ja, ich passe hier auf. Ich sah gerade, wie eine fette Spinne zum Haus des Bürgermeisters krabbelte. Ich hoffe, es geht ihm gut. Er hat Todesangst vor Spinnen. Ja, das ist schlecht. Kann man plündern? Ja, ne? Ja, man kann Häuser plündern. Wichtiges Feature. Guten Tag. Zweifellos seid ihr wegen des Turniers hier. Ich hätte einen hübschen Bogen für euch. Und weil mir euer Gesicht gefällt, gebe ich ihn euch für läppische 100 Goldstücke. Ich befürchte... Ja, ich befürchte, dass das eine Abzocke ist, aber ich mach das mal, klar. Hier habt ihr ihn. Der Bogen ist wie für euch gemacht. Mit diesem Bogen könnt ihr gar nicht verlieren. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass das eine Abzocke ist. Was haben wir hier drauf? Gewicht 20, Gesamtschaden 0, Basis 0. Weil ich keine Pfeile habe, oder was? Zum Schießen brauchst du einen Bogen und einen Köcher. Nur ein Beschwörer weiß, mit dem Bogen umzugehen. Ich kann trotzdem an dem vorbei, okay. Ich befürchte, dass das Abzocke war gerade. Aber gut, ne? Warum nicht auch mal abgezockt werden? Die Karte ist halt... Sie ist jetzt ein Kerker. Guten Tag. Willkommen in X. Haltet euch aus Streitereien heraus und ihr werdet die Kerker niemals von innen sehen. Schön, dass die alle wissen, dass wir hier neu sind, ne? So, ich verschiebe kurz deinen Tisch. Ich mag die Musik. Okay, da kann man rein, Der ist verschlossen mit einem Mechanismus. Aber ist da was Spannendes drin? Nein. Da liegt sogar Stroh auf dem Boden. Das ist ja Luxus. Meine Güte. Aha. Erstmal randalieren. Oh, ein Gegengifttrank. Vergiftet werden kann man auch. Und Gift kann ziemlich stark sein. Deswegen so ein Gegengifttrank dabei haben ist nicht verkehrt. Gerade wenn man gegen Spinnen und sowas kämpft, ist Gift durchaus eine blöde Geschichte. Es tut mir leid, doch ohne Bürgermeister Theogrins Einwilligung darf niemand passieren. Glaubt mir, es ist zu eurem Besten. In der Wildnis lauern zu große Gefahren auf einen gewöhnlichen Menschen. Ich bin nicht gewöhnlich, ich bin aus dem Himmel gefallen. Magie für mystische... Magie für mystische Magier. Sehr gut. Ach, das ist auch so ein Mana-Stein, stimmt. Stelle dich neben Mana-Kristall, um deine Kräfte auch zu... irgendwas. Eine Katastrophe! Bürgermeister Theogrin fürchtet nichts mehr als Spinnen. In seinem Arbeitszimmer wimmelt es nur so von diesen Biestern. Er hat sich eingesperrt und kommt erst wieder heraus, wenn die Spinnen weg sind. Vor den Osttoren der Stadt lebt ein Beschwörer namens Aldrin. Nur mit seinen Zauberkräften können wir die Spinnen verjagen und unseren Bürgermeister retten. Ja, ja, sehr gut. Als ob das so kompliziert wäre. Haus vom Bürgermeister Theogrin. Ich werde nochmal kurz... Pfeile werden uns ja gestellt, aber ich werde mir nochmal selbst den Köcher holen. Und zwar hier oben. Hallo. Seid gegrüßt, edler Herr. Ja, ja. Ihr sucht Waffen und Rüstung? Ich war 100. Dann seid ihr hier richtig. Ein Köcher. 20 Pfeile sind das, okay. Habe ich jetzt den Grundschaden oder was das? Warte mal. Schaden? Gesamtschaden nur plus X.
Warum habe ich da keinen Schaden? Ist das jetzt doch ein Grützbogen oder was das? Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich habe keine Ahnung. Wie war das mit V? Kann man denn die Waffen wechseln? Das heißt, ich kann zwei Waffen hier ausgewählt haben. Okay, mit Linksklick schießt man ganz normal. Ich werde mal mit dem Stock rumrennen, nicht dass ich Pfeile verbrate. Stelle dich neben magischer Brunnen. Okay. Ah, das kühle Wasser der Quelle wirkt wohltuend auf dich. Aber kann ich jetzt ernsthaft nicht da rein, oder was? Nee, schade. Huh? Im Haus des Bürgermeisters wimmelt es vor Spinnen. Wenn nur jemand Ortwin finden würde. Ja, Julie, ich hab das vor. Was war der Plan? Guten Tag. Wir verkaufen hier nur erstklassige Waren. Ortwin, ja. Der Beschwörer, ist einer unserer zufriedensten Kunden. Erstklassige Waren und zweitklassige Witze. Verkaufen? Nein. Ich kann Buch des Zauberspruchs Gift haben. Okay, theoretisch. Buch des Zauberspruchs Vampirismus. Was auch sehr praktisch ist. Wespe-Spruchrolle. Ich kaufe mir keine Spruchrollen. Ich kann auch Sachen reparieren. Die Sachen haben auch eine Haltbarkeit und gehen dann irgendwann entsprechend kaputt. Das muss man auch ein bisschen aufpassen. Ich weiß nicht, ob die komplett kaputt gehen oder ob die einfach nur unbenutzbar werden. Das weiß ich gerade mal nicht. So, Jose. Jose? Siehst du, ne, ich habe ja gesagt, das, was man an Klamotten ganz am Anfang auswählt, es ist recht schnell egal. Man sieht nur noch den blauen Kragen hier. Das ist sehr schnuppe. Und da haben wir eine Taverne. Mit sehr netten Animationchen. Ortwin, den Beschwörer. Ja, den kenne ich. Er ist so eine Art Einsiedler. Folgt dem Weg durch das Osttor über die Brücke. Dort findet ihr ihn. Was haben wir hier? Fleisch. Troll. Spruchrolle. Okay. Ja, es gibt hier theoretisch viel, was man plündern kann, viel, was man sich anschauen kann. Ich weiß nicht, ob es irgendeine Auswirkung hat. Man kriegt zumindest Geld. Das hat es also als Auswirkung. Zack. 10 Goldstücke. Fantastisch. Und tschüss.